Boot hinten einen neuen Balken kriegt. Ja. Und Ölwechsel, neuen Ölfilter, Benzinfilter, neue Zündkerzen, neuen Impeller. Ja. Ja, sowas alles. So hübsche Dinge. Das heißt im Klartext, fahren wir zu KS Racing. Nebula, wir sind angekommen. Wo? Bei KS Racing. Die heiligen Hallen gehen auf. Hier ist dein schönster Albtraum. Ich nicht, er. Weiter, 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 weiter. Weiter, weiter, weiter. Das ist nicht ewig nicht gefahren. Wenn du das ein paar Mal machst wieder. Ja, sicher. Ja, sicher. Du bist natürlich wieder mehr drin, ne? Das ist einfach so. Stimmt. Ich hab ja mal reingeschmissen hier dieses. Für den Probelauf. Zum Spülen, nicht genau. Spüladapter. Spüladapter. Neuer? Die ist ein bisschen gelaufen, aber ich habe noch ein Vierblatt, die ist. Boah, für wenig Power drin, ne? Vierblatt, ne? Deswegen habe ich auf Dreiblatt wieder umgebaut. War voll Vierblatt drauf. Ich habe jetzt aber den drauf, damit geht's besser. Ich hatte erst den anderen, habe ich mitbekommen. War aber irgendwie. Habe ich den umgebaut auf den. Dann ging es dann besser. Weil das Boot auch beim Geschossen, das zieht halt immer, es kippt halt relativ stark. Mal Finne nachgucken, ne? Ja, die muss man auch. Die steht ein bisschen gerade, ne? Normalerweise muss die ein bisschen. Wonach kippt das denn, welche Richtung? Nach links. Nach links, du musst die Finne ein bisschen nachstellen. Ja. Ja, da war ja vorher gar keine drauf, die habe ich jetzt erst nachgekauft gehabt. Die hatten ja abgemacht. Die war weg, ohne oder verloren, oder keine Ahnung. Ich habe die jetzt, die ist noch gar nicht so lange drauf. Ich habe mich auch noch nicht eingestellt. Ja, die müssen wir noch ein bisschen stellen. Ja. Und dann musst du immer gucken, ob du noch was findest. Das ist hier Spritfilter, das Ölfilter. Das ist ja vier Zylinder, ne? Ja. Ja. Also heute Morgen war es noch. Impeller? Ja, Platz. Super. Dann einmal, wenn wir den Zellantrieb runter haben. Ja. Die abgeschüttet dafür. Ja, hast du gesagt, genau. Alles. Dann haben wir einmal Auspuffbalk. Ja. Antriebswellenbalk. Gar nicht so gerissen. Lenkzugbalk. Mhm. Dann die ganzen Stellen, die ganzen Radatsch. Und was bei dem Set dabei ist, das Lager für die Kardanwelle. Ja. Die Antriebswelle. Das muss man auch direkt reinschmeißen. Das ist halt mit dabei, ne? Ja, ja gut, wenn es dabei ist, ist es dabei. Genau, ne? Das ist ein komplettes Set von was, denen. Sache, was gemacht werden muss, macht. Ich will gut in die Saison starten und dann, was gemacht werden muss, muss gemacht werden. So einfach ist das. Ja. Es bringt jetzt nichts dahin, wo es zu sparen am falschen Ende. Da bin ich kein Freund von. Nebula, was hat der Kevin festgestellt? Der Kevin hat gesagt, ich brauche einen neuen Motor. Wieso bitte, bitte spendet für mich für einen neuen Motor. Was ist passiert? Nichts Gutes, das verrate ich nicht. Ich brauche Geld für einen neuen Motor. V6 250 PS wäre gut. Ah. Nebula, wir sind jetzt gerade fertig mit dem Kevin. Ja. Ist jetzt auf dem Rückweg. Das ist richtig, ja. Und? Und? Haben das Boot abgegeben. Ja. Das war ganz gut. Er hat jetzt mal schon mal den ersten Blick rüber geschmissen und das war so eine Sache. Wir haben da so Stellen am Motor entdeckt. Die sind mir gar nicht so aufgefallen vorher. Und da könnte was im Argen sein, aber wir sagen jetzt noch nicht so richtig was, weil wir es nicht genau wissen. Irgendwas Zylinderkopfdichtung, schlimmstenfalls irgendwas Zylinderband, wissen wir nicht genau. Deswegen da jetzt Mutmaßungen anzustellen, ist ein bisschen schwierig. Ja, also von daher ist das gar nicht spruchreif. Wir wissen nicht genau, was ist, wir wissen aber das, was ist. Weil das, was ist, ist definitiv, nur nicht genau was. Test wurde jetzt durchgeführt bezüglich, ob das Boot gut anspringt und sowas. Das haben wir alles gemacht, das läuft gut.
spannt jetzt auch trotz des Winters jetzt gut an. Ja, was jetzt mit dem Motor technisch ist, müssen wir halt gucken. Ist jetzt natürlich nicht die geilste Nachricht, aber kann man jetzt eh nichts dran ändern. Wir warten ab und dann kriegen wir ein Feedback. Mehr kann man nicht machen. A few moments later. Nebula? Ja? Wohin fahren wir eigentlich? Wir fahren das Boot abholen. Es ist in der Werkstatt. Ja. Wie lange war das jetzt in der Werkstatt? Ein paar Wochen. Und jetzt wollt ihr bestimmt wissen, warum dieses in ein paar so lange in der Werkstatt war. Der Plan, den wir hatten, oder ja, das war der Plan. Es sollte eine kleine Inspektion gemacht werden, Z-Antrieb, die Balge, sowas. Das war der Plan. Bisschen Ölwechsel und auch Zündkerzen, das Ganze drumherum, das Ganze, was man so braucht. Große Inspektion. Dabei kam raus kleine Überraschungen vor Ort. Und zwar war das ein leichter Wasseraustritt, das kam uns ein bisschen komisch vor. Dann war das Öl sehr dünn, das kam uns auch noch komischer vor. Daraufhin wurden die Kerzen rausgeschraubt und eine Endoskopie gemacht. Und da war leider festgestellt, dass die Kolben bzw. Zylinder Riefen hatten. Da hilft natürlich nichts, da wurde das ganze, der Motorblock zerlegt. Und dabei kam rum, dass das wirklich so ist und dass auch an den Pleuelstangen die Kolben vorne, das war nicht beweglich. Dafür gibt es auch noch ein Video. Und ja, dann wurde aus der kleinen Inspektion eine relativ große Motorrevision. Der Motorblock ist zum Motorenbauer gegangen. Dort wurde eine Dichtheitsprobe gemacht. Das heißt, der Zylinder war dicht, keine Haarrisse drin, aber er musste gefräst werden. Es sind jetzt Übermaßkolben drin und jetzt ist es soweit, dass der Motor wieder zusammengebaut wird oder zusammengesetzt wird beim Kevin und ja, dann ist der Motor praktisch wie neu und revidiert. Das Problem ist, es ist nicht so günstig. Ich spreche jetzt hier nicht über Zahlen, aber jeder kann sich vorstellen, dass man für das Geld auch schon ein kleines neues, nicht ein neues Boot, aber ein kleines gebrauchtes Boot hätte man dafür schon bekommen, für das, was nur der Motor jetzt kostet, aber es ist halt nichts dran zu ändern. Was gemacht werden muss, muss jetzt gemacht werden. Wie gesagt, es ist nicht billig, aber es hilft nichts. Und dann habe ich halt einen revidierten Motor in einem schönen Boot drin. So sieht das aus. Aus einer kleinen Sache ist eine sehr, sehr große Sache geworden. So sieht das aus. Macht mich nicht glücklich, aber was sein muss, muss sein, ne? Wir sind angekommen. Wo denn? Guck mal, ein Boot. Kommt mir bekannt vor. Hier ist gar kein Motor drin. Was machst du denn da? Ich halte jetzt gerade den Motor fest. Und wie ist es so? Kalt. Das ist ein kalter Motor. Ja, der ist noch nicht warm gelaufen, ne? Genau, muss noch warm laufen. Gemütlich eigentlich da drin, das wollte ich schon immer mal gefragt haben. Schön warm auch, ne? Super. Wir sehen hier einen hässlichen Vergaser. Oder auch einen schönen. Ganz sicher. Das ist doch kein Wasserstoffmotor. Hahaha. Schmack.
Guck mal, sieht super aus. Und wenn du jetzt mit dem Schraubenzieher durchgehst, ist das? Ja, das ist ja nicht zu übersehen. Oh, und hier sind die Düsen. Ach du Scheiße. Nicht gut. Diese, das haben die bestimmt, versuchen die jetzt gerade immer so ein bisschen quitt zu kriegen, ne? Mhm. Nicht so richtig hier, ne? Was ist das? Hallöchen, hier mal das Fazit zu dem, was ihr jetzt eben auf dem Video so alles so schon gesehen habt. Und zwar, das Boot ist ja weggegangen zur, eigentlich nur zu einer kleinen Inspektion. Daraus wurde ja eine relativ große Inspektion. Also das Boot hat jetzt bekommen, fangen wir mit den Kleinigkeiten an, neue Zündkerzen, neues Öl, Ölfilter, Benzinfilter. Beim Z-Antrieb sind die Balge neu gekommen. Dann gab es ja die Überraschung, was ihr gesehen habt. Ihr habt, das Boot hatte ja leider so ein bisschen Riefen im Zylinder. Das heißt, es wurde gehohnt und gefräst. Übermaßkolben sind reingekommen. Dann hatten wir die Probefahrt. Da hat sich noch mehr rauskristallisiert. Das Boot läuft jetzt aktuell. Aber der Zündverteiler muss noch gemacht werden. Der ist bestellt, der wird jetzt noch gemacht. Und beim Sitz ist noch was kaputt gegangen. Warum auch immer. Frostschaden. Oder jemand war ein bisschen viel Currywurst oder so. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall sind noch so ein paar Kleinigkeiten offen, aber das Boot ist tatsächlich wieder fahrfähig. Und das macht mich doch sehr froh, weil es ist jetzt warm und man könnte bald loslegen. Das Fazit ist, bringt euer Boot zu Kevin. Nein, er möchte keine Boote. Bringt eure Jetskis zu Kevin. Keine Boote. Ich glaube, nach dem Projekt hat er die Schnauze voll vom Booten.